Ohne Witz. Das hat gerade 5 Minuten gedauert. Der Ladebildschirm. 5 Minuten. Oder länger. Also macht's keinen Spaß. Ist halt das Problem. Das hat gerade auch 1 Minute gedauert. Guten Abend. Herr Wingo. Danke nochmal für die Hilfe. Bittest du nicht? Also. Jetzt sollten diese Pulverbanditen wissen, dass sie zukünftig lieber einen Bogen um Good Springs machen. Jo. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ist hier nicht. So. Okay. Naja. Egal. Hey, kein Mega-Ladebildschirm. Oh. Hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, ich möchte Fallout deinstallieren. So macht's keinen Spaß. Gar nicht. Das ist doch Kacke. Ich frage mich, ob ich wirklich so viel Essen brauche. Vorkriegsgeld und Munition. Warte, sonstiges. Altmetall, Elektroschrott. Ist die Frage, was brauche ich? Ich kaufe mal doch lieber noch einen Elektroschrott. Und Sensormodul, glaube ich, war es auch, ne? Kann das sein? So, und Stimpak, so heißen die Teile. So, mit dem Essen und so kann man eh kein Geld machen. Zumindest nicht vernünftig. Geben Sie mir Bescheid. Ja. Ich muss eh wieder warten. Jetzt gehe ich nach Prim. Schade, eigentlich. Ich hätte meiner gedacht, es klappt nicht schnell. Ach ja. So. Und jetzt können wir ihn versuchen mit den Ersatzteilen. Genau, mit den Ersatzteilen reparieren. Wo ist er hin? Oh. Ja, Begleiterprotokoll Start. IDI gewährt Ihnen das extra verbesserte Sensoren. Ich würde gern etwas Munition herstellen. Kannst du mir helfen? Wett. Okay. Kann ich sonst noch mit dir reden? Lass mich mal deine Multitools sehen. Ich will was versuchen. Wett. Aha. Interessant. Was kann ich machen? Aggressiv. Ja, Stimpaks noch nicht. Was ist denn das? Ach, hier warten. Nahkampf, ne, Fernkampf. Inventar. Der bleibt ja nah. Okay. Johnson, hallo. Kann ich mit dir irgendwie über das Ding reden?
Sie haben den alten Roboter wieder zum Laufen gebracht? Und wie schlägt er sich? Gut. Ich habe ein paar Fragen zu IDI. Dieser zerschundene alte Haufen Schrauben, was wollen Sie denn wissen? Wo sind Sie hergekommen? Ein Kurier hat das Ding von der... Ja, das weiß ich doch. Kein Stück. Ich nehme an, dass es Leute gibt, die an solcher Technologie Interesse haben. Ja, stimmt. Haben Sie was zu verkaufen? Ja, und seit die RNK für Nachschub sorgt, habe ich auch wieder reichlich Munition. Allerdings muss ich jetzt auch Steuern an die RNK zahlen. Und die muss ich auf die Preise aufschlagen. Ja, schön. Ja, so toll ist das jetzt auch nicht, was der hat. Ja. Hilfsmittel. Nee, nichts Besonderes. Naja. Tschüss. Jetzt haben wir einen Begleiter, wenn ich zu finden ist. Froh. Entfernen und. Genau. Da sind sie lang. Reise nach Nitten. So, Yvette. Und ich weiß, dass IDI ein richtig guter Begleiter ist. Weil der erhöht die Reichweite, also den Kompass extrem. Seine Reichweite ist eigentlich ganz gut. Und die Waffe ist nicht schlecht, sage ich mal. Ja gut, und der hat natürlich für Gewicht, ist natürlich auch gesorgt. Aha. Ein Ödländer. Oh, da bist du. Der einzige Nachteil ist, ich kann nicht mehr so viel schießen. Aber was ist jetzt eigentlich mit den ganzen Sachen hier? Was habe ich eigentlich alles verbraucht? Elektroschrottbräu nicht und Stromleiter gar nicht. Oh, aber die sind viel wert. Ja, okay. Koffer. Stange Zigaretten. Gerne. Könnte ich jetzt sagen, ich kann nicht schlafen, während Feinde in der Nähe sind. Das ist, ja, okay. Hallo, Idi. Ah, da bist du. Hi. Warum das denn die Gegner sich manchmal in Flammen auflösen? In Flammen gehen. Ein bisschen schlafen wäre auch mal ganz gut. Weiß ich nicht. Ich warte immer noch auf den Moment, wo ich plötzlich aufwache und boom, bin ich ein Magrathea. Nein. Und plötzlich werde ich irgendwie angegriffen von irgendwem. Darauf warte ich noch. Das kommt noch. Habe ich jetzt eigentlich die Sets? Du hast, glaube ich, immer noch 100. Egal, ist jetzt noch nicht so schlimm. Kommst du? Die Begleiter sind aber auch manchmal merkwürdig. Ah nee, der Durst wird gar nicht sofort weggemacht, ne? Keine ja. Oh, okay. Welcome to Nevada. Nevada. Nevada, ja genau. Und jetzt erst sind wir in Nevada. Vorher waren wir in Kalifornien. Eigentlich ist Prim auch schon Nevada, aber naja. Dann ist diese Zugschiene wahrscheinlich, ne? Die Grenze. Welcome to California, ne? Sag ich doch. Wir waren in Kalifornien. Warum hier die Schranken runter sind, weiß ich nicht. Das müssen Vögel sein. Hä, wo ist er? Zeigt mir die Karte. Ach so, Novak. Ja, ja, okay. Und das Ding ist einfach, der Kompass ist jetzt so extrem. Deswegen habe ich auch am Anfang die Aufmerksamkeit. Nee. Diese eine Fähigkeit, mit der man die Kompassreichweite macht, nicht auf so hoch gesetzt. Es ist halt, wenn man das Spiel schon kennt, finde ich, ist das auch gerechtfertigt. Auch wenn ich jetzt sagen könnte, ja, okay. 1 Sunset Sauce Perola Sternkuchen, na, guck mal. Ein paar Sunset Sauce Perola selbst.
Gewehrschrank. Kann man ja schon mal mitnehmen. Hydra Energy. Ist das nicht so ein Rasierer? Was? Was? Oh. Matt. Eieiei. Ist doch kacke. Huch. Ja. Wo seid ihr? Natürlich da oben. Oh. Okay. Oh. Wie soll ich den treffen, bitteschön? Eine frische Birne. Okay. Ah, man hört den Stuhl bestimmt voll. Warte, das klingt falsch. Matt. Ein Lego ein bisschen, naja. Metalllöffel, naja, sind auch nicht so Sachen, die ich unbedingt dabei haben muss. Was ist denn das? Ich dachte, die wären alle nett hier. Und das sowas. Das geht doch gar nicht an. Das verstößt gegen meine Edi. Verstößt gegen meine moralischen Vorschriften. Unfassbar unglaublich. Was haben wir da schon wieder für Gegner? Ich gehe mal auf den Edi. Ist doch gar nichts. Der da hinten. Was macht denn Edi da hinten? Das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss. Na, klasse. Ja. Trotzdem machen wir das in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, dass die nicht... Ich will nicht, dass die mich ansprechen. Ich mag das nicht. Caesar hat ihren Tod befohlen und die Legion gehorcht. Machen Sie sich kampfbereit. Ja, in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.